Der Reifenvulkanisiersatz für Pkw ist die schnelle und einfache Lösung zur Reparatur von Stichverletzungen an schlauchlosen Reifen. Alles, was ich zur Reparatur benötige, wird in einem praktischen Kunststoffkoffer geliefert, inklusive bebilderter Anleitung. Und die Einzelteile sind zum einen eine Reibahle, dann ein Durchstechwerkzeug für die Reparaturfäden. Die Reparaturfäden natürlich auch, davon sind 60 Stück im Satz enthalten. Ich habe ein Cuttermesser zum Abschneiden der Reparaturfäden und ich habe eine Dose mit Vulkanisiermittel. Die Anwendung ist sehr, sehr einfach. Im ersten Step entferne ich den Fremdkörper aus meinem Reifen, Nagel, Schraube, was auch immer dort eingefahren war. Das Wichtige ist, der Reifen kann montiert bleiben. Ich muss nicht den Reifen runternehmen. Nehme dann halt die Reibahle als allererstes, benetze sie mit dem Vulkanisiermittel und reibe in der Schadstelle das Loch auf. Im zweiten Schritt wird ein Vulkanisierstreifen in die Ahle eingezogen, so dass auf beiden Seiten ungefähr gleich viel übersteht. Dann wird der Streifen in die beschädigte Stelle eingesetzt, durchgestochen durch den Reifen, um 90 Grad verdreht und die Ahle herausgezogen. Die Ahle ist im vorderen Bereich geschlitzt, somit kann sie halt auch herausgezogen werden. Der Vulkanisierstreifen bildet im Reifen auf der Innenseite eine Art Knoten und die überstehenden Enden an der Außenseite des Reifens werden mit dem mitgelieferten Cuttermesser einfach abgeschnitten.